Am 28.12.1966 wurde mein Sohn Andreas geboren und ihm ist dieses Album gewidmet. Andreas ist unser Sorgenkind. Das Sorgenkind von meiner Frau Helga und von mir. Als ich 1978 auf der Suche nach starken Country-Songs für ein Album die 24 bekanntesten Country-Hits auf den amerikanischen Titel Teddybär stieß, hat mich dieser Song verständlicherweise sofort berührt. Obwohl ich den Text wegen des amerikanischen Dialekts nur teilweise verstand. An einem heißen Julitag habe ich mich hingesetzt und die Geschichte nach meinem Empfinden geschrieben und ich glaube, dass mir dabei jemand die Feder geführt hat. Als ich dann mit der fertigen Story zu meinem Freund und Komponisten Hans-Georg Moslener kam, war auch dieser gleich tief berührt, setzte sich spontan ans Klavier und komponierte diese Melodie dazu. Fast 10 Millionen Mal auf Tonträgern erschienen und verkauft, ist Ruf Teddybär 1-4 eines der erfolgreichsten Lieder in Deutschland. Ich habe, und das weiß ich, vielen Menschen das Gefühl gegeben, mit ihren Problemen nicht allein zu sein, und ich habe mit Sicherheit so mancher Seele Trost und Hoffnung gespendet. Und fragt mich einer, was ist Glück? So zitiere ich meinen Andreas, der kaum sprechen kann. Papa, ich bin Teddybär.